Die aktuellen Foodtrends zeigen, was die Gastronomie und Lebensmittelindustrie in den nächsten Jahren prägen wird. Was das genau für die Branche und für das kommende Jahr bedeutet, zeigt der neue Food Report 2023 von Hanni Rützler und das Zukunftsinstitut. Hi, ich bin Julia und heute geht es um drei Foodtrends, die du in dein Restaurantkonzept einbauen kannst. Was ist New Local überhaupt? Glocal ist eine Komposition aus den Worten global und lokal und steht für ein sinnvolles Verhältnis zwischen produzierten und global importierten Lebensmitteln. Das bedeutet, überregionale Lebensmittel werden sich mit dem Lokalen verbinden. Nicht der günstigste Preis, sondern die regionale Verfügbarkeit werden zum wichtigsten Kriterium dafür, ob Nahrungsmittel importiert werden oder nicht. Die ökologischen Folgen der globalisierten Nahrungsmittelindustrie geraten zunehmend ins Bewusstsein der Verbraucher. Die durch die Pandemie entstandene Knappheit von bestimmten Lebensmitteln zeigten die Abhängigkeit von externen Lieferketten. New Glocal ist ein Vorläufer der nächsten Entwicklungsstufe der Lebensmittelproduktion. Schritt für Schritt wird dies auch zu einer Neuausrichtung des Sortiments in Supermärkten, im Direktvertrieb sowie der Gastronomie und Handelsgastronomie führen. Vegane Alternativen bestimmter Traditionsspeisen werden zum Standard unserer kulinarischen Ideen werden. So wie Chili Sin Carne inzwischen genauso anerkannt ist wie Chili Con Carne, wird es weitere Klassiker geben, die sich als gleichwertige Alternative durchsetzen werden. Viele traditionelle Rezepte basieren auf tierischen Lebensmitteln. Darauf reagiert die Lebensmittelindustrie mit immer raffinierteren Ersatzprodukten, um diese zu veganisieren. Aber auch durch die Verwendung natürlicher Zutaten wie Pilze, Kräuter und Algen können Gerichte adaptiert werden. Der Höhepunkt der Veganisierung ist noch lange nicht erreicht. Eventuell baust du einige vegane Alternativen zu deiner Speisekarte, um hier auf den neuesten Stand der Dinge zu bleiben. Regenerative Food bezeichnet die Produktion von Lebensmitteln nach Kriterien der regenerativen Landwirtschaft. Manche Gerichte mögen zwar gesund oder tierfrei sein, haben aber eine schlechte Energie- und Nachhaltigkeitsbilanz. Zum Beispiel, weil die Zutaten beim Wachsen zu viel Wasser verbrauchen oder den Nährboden schaden. Deswegen wird zukünftig auf eine regenerative Lebensmittelerzeugung gesetzt. Das ist eine Antwort auf den Klimawandel und soll die Treibhausemissionen reduzieren. Die Bedeutung von gesunden Böden rückt durch die Popularisierung von solidarischer Landwirtschaft, Do-it-yourself-Anbau und den zahlreichen aufklärerischen Initiativen immer stärker in den Fokus. Wandel auf Regionalität und nachhaltiges Wirtschaften. Das spiegelt sich in den Foodtrends wider. Nachhaltigkeit gewinnt besonders in den jungen Generationen weiter an Bedeutung und muss umso mehr in der Lebensmittelindustrie und somit auch in der Gastronomie berücksichtigt werden. Hat dir das Video gefallen, dann hinterlass ein Like, abonniere gerne unseren Kanal für weitere Tipps und Tricks. Bis zum nächsten Mal.